was war der Grund, um dann auch mal hier in Zwickau vorbeizuschauen? Ja, natürlich wollte ich auch Jens Raabe und das ganze Team kennenlernen, weil ich das einfach interessant finde, wie auch wie das hier stattfindet. Und so, das wollte ich ja einmal mal live sehen. Bisher habe ich ja alles nur über Webinare, also das Internet kennengelernt. Und das ist schon eine spannende Sache und da hat sich auch jedenfalls gelohnt, für mich hinzukommen. Es sieht aus, als wenn hier sehr, sehr ruhig zusammengearbeitet wird, kein Stress herrscht bei der Arbeit, was man ja beim Börsenhandel nicht unbedingt vermuten möchte. Und anscheinend ein sehr angenehmes Klima hier. Würden Sie sich vom Stand her fühlen, so als Fortgeschrittener, oder sind Sie da schon relativ sicher und wie ist das bei Ihnen gerade so? Ja gut, ich bin schon auch im Anfängerbereich, also ich trade jetzt aktiv erst ein halbes Jahr. Zuerst habe ich ja versucht mit Paper Trading ein bisschen reinzukommen und also man kann sagen, ich bin schon noch am Anfang, aber schon relativ erfolgreich. Und also das Wissen, wie Optionen funktionieren und welche Strategien es so gibt, das denke ich, habe ich hinter mir. Interessant ist jetzt im Moment, kompliziertere Strategien anzuwenden oder auch zu hinterleuchten, was dann in welcher Marktphase Sinn macht. Mir hat es wieder einmal viel Spaß gemacht. Ich glaube auch, das Feedback der Teilnehmer war absolut positiv. Wir hatten hier einen wirklich interessanten Talk, viele Fragen, viele, viele Dinge geklärt. Und wenn Sie auch einmal dabei sein wollt am Talk der offenen Tür, dann einfach immer mal auf unsere Seite schauen, denn Talk der offenen Tür ist immer mal bei uns und deswegen gibt es das auch demnächst wieder. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute, tschüss, servus, bye bye.